Ich habe hier jetzt eine Abfüllung, die mein Bruder noch nicht kennt. Und ich möchte ihm die jetzt einschenken, um zu gucken, was er sagt. Um seine Reaktion mit zu erleben. Muss mal probieren, probieren wir. Also was wir jetzt hier haben, ist eine unserer legendärsten Abfüllungen damals überhaupt aus unserer SCC-Serie der Selected Cars Community, wo wir eben ein Einzelfass-Abo hatten und immer ein unterschiedliches Fass rausgeschickt haben an unsere Mitglieder. Und das ist ein Sojasoßen-Fass-Finish. Ja? Das absolut schlechteste, was ich hier rausgebracht habe und vor allen Dingen, wo ich sehr viele Leute sehr enttäuscht habe. Aber ich sag's dir nach wie Zu Recht. vor, ich find's richtig nice. Ist mir die Abfüllung gelungen? Nein. Ist das aber trotzdem eine gute Idee? Daran halte ich total fest. Ich habe hier aber damals ein paar Fehler gemacht. Also wir haben hier die November 2019 Abfüllung rum 8 Jahre Single Cask, Cask Strength, English Guiana, Demerara Distillers Limited, also von der DDL Distillerie, 8 Jahre Ex-Bourbon und dann nochmal 3 Monate in einem ehemaligen Sojasoßenfass, abgefüllt in Fassstärke von 63,3% voll. Das ist der gute Kollege. Das ist in der negativsten Form sehr viral gegangen. Also wir haben Kunden von uns gesehen, die das Zeug per Video in den Abfluss gegossen haben und gesagt haben, es ist Katastrophe. Es gibt heute immer noch Leute in der Community, die sich immer darüber lustig machen, weil wir haben eine sehr schöne Community, die auch unsere Arbeit sehr zu schätzen wissen. Und dann gibt es aber zwischendurch immer noch mal den kleinen Scherz, aber bitte nicht wieder, wenn ich sage, ich habe was Neues gemacht, aber bitte kein Sojasoßenfass mit einem grün kotzenden Smiley. Ja. Also, erstmal, warum sollte man das nicht machen? Boah. So, aber das ist schon hardcore. Ist auch übertrieben salzig. Ja. Also ist viel zu viel. Boah, Digga, echt wild. Viel zu viel. Völlig übertrieben. Ist von so einer mega coolen kleinen Berliner Sojasoßenmanufaktur. Das ist so ein Japaner, der ist in Berlin und der braut Sojasoße und dem haben unsere Fässer zur Verfügung gestellt. Also er hat gefragt, ob er Rumfässer haben kann, um dort seine Sojasoße reifen zu lassen. Und daraufhin haben wir gesagt, ja, okay, wir tauschen gegen ein Sojasoßenfass. Und der hat uns damals ein Sojasoßenfass gegeben. Und da haben wir den Rum reingepackt. Ist völlig überladen, überhaupt keine Balance. Also es ist wirklich ein schlechtes Produkt. Aber trotzdem wollte ich das den Leuten zeigen, weil ich diese Idee so cool finde. Ja? Und ich glaube nach wie vor, dass es funktioniert. Allerdings in einer. Wir haben zum Beispiel, wir haben folgende Fehler gemacht. Erstens, wir haben das Fass nicht vollständig gefüllt. Und dadurch aber trotzdem das Fass gewendet. Und somit ist das Verhältnis von der Sojasauce, die einfach noch in dem Holz drin war, viel zu viel im Verhältnis zum Rum, wodurch wir einen viel zu hohen Salzgehalt zum Beispiel haben. Also viel zu viel Sojasauce und wir haben einen extrem schwachen Rum genommen von der DDL-Distillerie damals, der überhaupt nicht typisch ist und also der nicht so diese Esternoten hat und der nicht diesen Körper hat. Und da dachte ich mir, okay, ich packe den da rein, um den aufzuwerten. Das ist halt auch schon 5 Jahre her, seitdem habe ich sehr viel gelernt nochmal. Also wir sind deutlich besser geworden, ja. Und das war eben ein Fehler, weil er zu schwach auf der Brust war, um gegen die Sojasauce anzukämpfen und kämpfen. Deswegen funktioniert das nicht und deswegen ist das Gesamtergebnis nicht besonders rund, ja. Ist aber trotzdem, also ich finde es mega witzig und es ist dadurch, ja, eine unserer legendärsten Abfüllungen überhaupt im Endeffekt. Jetzt weißt du warum, ja. Also das ist schon heftig. Also es ist nicht genießbar, aber ich finde es saugeil. Ich finde es wirklich saugeil. Und das war ja das Coole. Das hat ja so Spaß gemacht an dieser SCC, dass wir einfach eine 100-Milliliter-Flasche verschicken konnten. Also wir haben ein Einzelfass-Abo angeboten an unsere Kunden. Das heißt, die haben jeden Monat eben eine 100-Milliliter-Flasche nach Hause geschickt bekommen. So sah das Ganze dann eben aus. Ja. Haben dafür 10 Euro gezahlt, portofrei. Und konnten somit immer unsere wilden Experimente probieren und sich selber sensorisch auch weiterbilden. Also das gesamte Konzept war ja mega cool. Natürlich haben wir nicht immer jedem Geschmack getroffen und konnten eben dadurch auch solche Experimente umsetzen und verwirklichen. Also ich bereue nichts, ja. Ich gebe das Sojasoßen-Thema auch jetzt 5 Jahre später nicht auf, auch jetzt, wo ich ihn wieder probiere und merke, das Zeug ist richtig scheiße. Aber ich halte nach wie vor an der Idee fest und ich sage dir, irgendwann mal werden wir ein brutales Fass rausbringen, eine Abfüllung mit Sojasoßen-Finish und dann musst du mir einfach nochmal vertrauen und das Zeug einfach probieren. So, jetzt weißt du Bescheid. Hier, Dann, ich bestelle jetzt mal ein bisschen Sushi und dann können wir das doch hier. ja, geil. Ja. Also am Ende ist es ja genau dafür, ja, dieses Konzept ja gedacht, Eben. aber das ist schon heftig Ja. scheiße.